Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen hier auf dem Obermarkt in der Barbarossa-Stadt Gelnhausen. Ich freue mich sehr, dass dieser Obermarkt so gut gefüllt ist. 3000 Menschen sind zu uns gekommen, zu dieser Veranstaltung. Herzlichen Gruß an alle hier aus Gelnhausen, aus dem Main-Kinzig-Kreis, aus ganz Hessen und ich habe auch Kollegen aus dem Ausland gesehen, sogar aus Bayern. Herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Mein erster Gruß gilt Ihnen, dass Sie heute gekommen sind. Die Sommerferien sind zu Ende, die Schule hat wieder begonnen und jetzt steigen wir in die heiße Phase dieses Bundestagswahlkampfs ein. Ab morgen sind es noch 40 Tage und wir haben die große Freude und die Ehre, dass wir mit unseren Großveranstaltungen beginnen, hier in Gelnhausen und mit der Person, die die wichtigste Person in diesem Bundestagswahlkampf ist, der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, das ist uns eine Freude, das ist uns eine Ehre. Bei uns hat es die ganze Zeit geregnet, aber mehr oder weniger dauerhaft. Heute hat die Sonne gescheint, die Kanzlerin kommt, die Sonne scheint, das ist ein gutes Omen. Nicht um sich zurückzulehnen, aber um uns anzustrengen und das bei fröhlicher Stimmung. Und wenn ich mich hier umschaue, die Menschen sind gut gelaunt. Und die Kameraden, die da hinten als mit ihrer Trillerpfeife unterwegs sind, die müssen ihre Lungen schonen, dann haben sie die Chance, auch mal zuzuhören, dann können sie eine Menge lernen. Herzlich willkommen, alle, die heute hier sind. Liebe Freunde, die hessische CDU will zu diesem Bundestagswahlergebnis einen ganz starken Beitrag leisten. Und deshalb begrüße ich sehr herzlich den Spitzenkandidaten der hessischen CDU zu dieser Bundestagswahl, den Staatsminister im Kanzleramt, Professor Helge Braun. Lieber Helge, herzlich willkommen. Und eben in der Anmoderation sind unsere beiden heimischen Abgeordneten schon begrüßt worden, aber ich will das auch noch mal tun. Dr. Peter Thorer und Dr. Katja Leikert. Liebe Freunde, Peter Thorer ist als Generalsekretär für ganz Deutschland zuständig und jeder Bundestagsabgeordnete auch. Aber hier in diesem Kreis ist eure Heimat und hier haben wir eine hervorragende Arbeit gemacht und diese Arbeit soll auch weitergehen. Der Main-Kinzig-Kreis braucht auch im neuen Deutschen Bundestag zwei starke Stimmen. Und deshalb werben wir, damit die wieder das Direktmandat bekommen. Und die Erststimme geht an Katja Leikert und an Peter Thorer, liebe Freunde. Der 24. September hat für Gelnhausen noch eine weitere Bedeutung. An diesem Tag wird in dieser Stadt ein neuer Bürgermeister gewählt. Und wir haben mit Christian Litzinger, einem Kandidaten der Union, einen Gelnhäuser, einen praktizierenden Handwerker, einen Mann, der mitten im Leben steht, der anpackt und der ein hervorragender Bürgermeister für diese Stadt sein wird. Herzlich willkommen, Christian Litzinger, und alles Gute für die Bürgermeisterwahl. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 24. September geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, wie geht es in unserem Land weiter. Werden wir weiter erfolgreich sein oder gehen wir ungewisse Wege? Bleibt Deutschland stark oder machen wir politische Abenteuer? Deutschland steht sehr gut da. Die Arbeitslosigkeit ist halbiert, die Jugendarbeitslosigkeit ist die geringste in Europa. Löhne und Renten steigen, ja, wir stehen gut da, aber wir ruhen uns nicht aus. Nicht nur heute wollen wir
dafür werben, dass viele Menschen uns erneut Vertrauen geben, damit wir nicht nur heute, sondern auch in Zukunft gut dastehen. Genau darum muss es gehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn wir Deutschland erfolgreich weiterentwickeln, dann muss man einmal sagen, in den letzten 12 Jahren ist unter Führung der Union dieses Land hervorragend nach vorne gekommen. Das war eine Politik, die den Menschen genützt hat, und das war eine erfolgreiche Politik. Und das gilt insbesondere, meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der in Europa und in der Welt vieles durcheinander geraten ist. Wir in Deutschland haben Kurs gehalten und wir waren erfolgreich. Das ist nicht nur eine Betrachtung nach hinten, sondern das ist eine nüchterne Feststellung. Und das war die Politik der Union. Und auf diese Politik sind wir stolz. Und eine solche erfolgreiche Politik wollen wir fortsetzen, liebe Freunde. Deutschland braucht eine klare und verlässliche Politik. Was wir nicht brauchen, sind rot-rot-grüne Politabenteuer. Was wir nicht brauchen, ist eine Gerechtigkeitsdebatte aus der Mottenkiste des Sozialismus. Und was wir auch nicht brauchen, ist ein Kanzler, der jeden Tag eine neue, unausgegorene Idee auf den Wahlkampfmarkt wirft. Meine Damen und Herren, dies alles braucht Deutschland nicht. Wir wollen ein Deutschland, das weiter erfolgreich ist, das Menschen gute Arbeitsplätze schafft, das Sicherheit gewährleistet, Familien unterstützt und international berechenbar bleibt. Für diese Politik steht eine Frau, der die Menschen in Deutschland vertrauen, die in der ganzen Welt höchstes Ansehen genießt. Für diese Politik, die wir umschreiben als unser Zukunftsprogramm, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Für diese Politik steht Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die spricht jetzt so. Lieber Peter Zauber, liebe Katja Leikert, lieber Helge Braun, lieber Volker Bouffier, Herr Generalsekretär und lieber Litzinger, aber vor allen Dingen Sie, meine Damen und Herren, wie Sie heute hier nach Gelnhausen gekommen sind, und ich begrüße einen ehemaligen Kollegen Norbert Geis ganz herzlich, der sich doch tatsächlich von Aschaffenburg nach Essen aufgemacht hat. Auch Bayern sind uns herzlich willkommen. Also, meine Damen und Herren, es ist mir eine wirkliche Ehre, heute hier in Gelnhausen zu sein. Nicht nur, weil Sie Barbarossa-Stadt sind und weil man hier viel über deutsche Geschichte lernen kann, und der Generalsekretär Peter Tauber als ausgebildeter Historiker hat mir auch schon die entsprechende Minimalkenntnis mit auf den Weg gegeben, sondern weil ich auch ein Stück Danke sagen kann mit diesem Aufenthalt hier an Peter Tauber, der vielleicht nicht ganz so oft im Wahlkreis war wie früher, dafür aber unglaublich mitgeholfen hat im Konrad-Adenauer-Haus als Generalsekretär für die ganze Partei. Herzlichen Dank, lieber Peter Zauber. Und natürlich möchte ich heute Katja Leikert, Peter Zauber, dem Spitzenkandidaten Helge Braun, dem ich auch ein Dankeschön sagen möchte. Ich werde noch nach Gießen kommen, aber er muss sich im Kanzleramt ziemlich viel abrackern. Also auch dafür herzlichen Dank. Ich möchte natürlich, dass diese Ihre Direktkandidaten, die Ihre hessischen Interessen dann im Deutschen Bundestag wieder vertreten sollen, gut und mit herausragendem Ergebnis wiedergewählt werden. Aber ich bin vor allen Dingen zu Ihnen gekommen. Zu Ihnen, um die es ja eigentlich bei der Wahl geht. Es geht ja nicht im Kern um die Kandidaten, sondern eigentlich geht es darum, dass Sie am 24. September über Ihr Leben in den nächsten 4 Jahren mitentscheiden können, mit Ihrer Stimme. Über Ihr Leben,
über das Leben ihrer Familie, ihrer Kinder, ihrer Eltern. Sie werden alle 4 Jahre gebeten, durch ihre Stimmabgabe deutlich zu machen, was stellen sie sich für ihre eigene Entwicklung, für ihr Leben vor. Was ist ihnen wichtig? Und jeder und jede, wie sie hier auf diesem Platz sitzen, hat ja ein ganz eigenes Leben. Jeder unterscheidet sich von dem anderen. Die einen sind vielleicht Handwerker, wie der Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Andere sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentner, Eltern, Großeltern, Mütter, Väter. Andere arbeiten im sozialen Bereich. Und jeder hat Wünsche, Träume, Vorstellungen. Und natürlich können wir nicht alles ganz genau wissen. Aber sie bestimmen dadurch, dass sie wählen gehen. Und dass sie einer Partei und ihren Kandidaten das Vertrauen geben, ein kleines Stück mit, wie sich Deutschland in den nächsten 4 Jahren entwickeln wird. Und da machen wir Ihnen mit unserem Regierungsprogramm ein Angebot. Und wir haben das Ganze unter das Motto gestellt, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben wollen. Und jetzt heißt die Frage, wie können wir von der heutigen Ausgangssituation dafür Sorge tragen, dass wir Ihnen in 4 Jahren sagen können, natürlich sind auch dann nicht alle Probleme gelöst. Aber im Durchschnitt geht es den Menschen besser. Es haben vielleicht noch mehr Menschen Arbeit. Die, die heute Arbeit haben, behalten ihren Arbeitsplatz. Und damit ist die Grundlage dafür gelegt, dass auch unsere sozialen Sicherungssysteme, die Rentenkasse, die Pflege, die Arbeitslosenversicherung, das Gesundheitssystem gut dastehen. Und wir haben etwas für die Regionen gemacht, für die ländlichen Regionen, genauso wie für die Ballungsgebiete. Und das liegt ja hier in Hessen ganz dicht beieinander. Und nun, meine Damen und Herren, was macht uns so optimistisch? Warum kommen wir zu Ihnen mit diesem Regierungsprogramm? Einmal, weil wir zeigen konnten, in den letzten 12 Jahren hat sich in der Tat in Deutschland die Arbeitslosigkeit halbiert. Und das bedeutet für Millionen von Menschen, dass heute Menschen eine Arbeit haben, die vor 12 Jahren keine Arbeit hatten. Und das ist ein Erfolg. Aber jeder spürt auch, die Welt ist im Umbruch. Peter Tauber hat mir erzählt, dass hier in Gelnhausen viele Unternehmen oder viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die arbeiten im Bereich der Automobilindustrie. Und das ist ja ein Thema, das uns in dem Augenblick ganz stark beschäftigt. Und da sind Fehler vorgekommen in der Automobilindustrie. Und ich finde, die müssen wir auch beim Namen nennen. Denn es hilft ja nicht, wenn man darüber hinwegsieht. Aber die die hier Tag für Tag zur Arbeit gehen, die haben mit diesen Fehlern nichts zu tun und deshalb müssen wir genauso alles tun, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass wir auch in Zukunft eine starke Automobilindustrie in Deutschland haben, wo man sagen kann, made in Germany, das sind auch tolle Autos. Und wie kriegen wir das hin? Indem auf der einen Seite die Automobilindustrie ihren Beitrag dazu leistet, dass die Fehler, die entstanden sind, auch wieder gut gemacht werden. Da haben wir mit dem Dieseltreffen Anfang August, Volker Bouffier war dabei, Helge Braun war dabei, einen ersten Schritt gemacht. Aber das Zweite ist genauso, dass auch wir als Land, als Bundesregierung, gemeinsam mit den Kommunen dafür Sorge tragen, dass nicht diejenigen, die sich in gutem Glauben ein Auto gekauft haben, zum Schluss durch Fahrverbote bestraft werden. Und dass wir alles tun, dass das nicht auf ihren Rücken ausgetragen wird.
alles tun, um die Veränderung zu unterstützen. Natürlich brauchen wir auch Dieselautos. Denn wenn es keine Dieselautos mehr gibt, werden wir die Klimavorgaben nicht einhalten. Und für den Klimaschutz wollen wir ja auch was tun. Also brauchen wir saubere, moderne Dieselautos. Und gleichzeitig müssen wir den Wandel in der Autoindustrie begleiten. Das heißt, alternative, neue Antriebstechnologien nach vorne bringen. Aber die kann ich auch nur einführen, wenn ich zum Schluss Ladestationen habe, wenn ich Infrastruktur habe, wenn ich Unterstützung gebe. Und so müssen wir das eine schaffen und das andere aber nicht gleich sozusagen weglegen, sondern einen guten Übergang in die neue Zeit organisieren, bei den Menschen ihren Arbeitsplatz behalten. Das ist die Aufgabe, die CDU und CSU das verstehen. Und ich glaube, ich darf Ihnen sagen, damit haben wir Erfahrung. Die Christlich-Demokratische Union setzt immer auf Maß und Mitte. Wir sind nicht extrem. Wir sagen, soziale Marktwirtschaft, das bedeutet auf der einen Seite, dass wir den Arbeitgebern, den Handwerkern, den kleinen Unternehmen, den Familienunternehmen, dass wir denen den Rücken stärken, dass wir denen Bürokratie abbauen, dass wir nicht dauernd von Steuererhöhungen reden, dass wir die Leute nicht von Vermögenssteuer verrückt machen, dass wir nicht wieder an die Erbschaftssteuer rangehen, damit die Unternehmer in Ruhe Arbeitsplätze schaffen können. Das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und ich durfte vor einigen Wochen hier im Wahlkreis von Winterthur schon die Firma Engelbert Strauß besuchen. Beispielhaft für viele Familienunternehmen. Die hatten Anfang der 60er Jahre ganz wenig Beschäftigte. Die sind heute Arbeitgeber für viele, viele Menschen. Die sind sozusagen auch Kult geworden in ganz Deutschland. Und das zeigt, Familienunternehmer, Selbstständige, kleine und große Unternehmen brauchen wir. Und die sind sozusagen ein wichtiger Teil der sozialen Marktwirtschaft. Die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, dass Deutschland tolle Produkte herstellt, dass wir in vielen Bereichen Weltspitze sind, die ihre Ideen dazu geben. Und das ist soziale Marktwirtschaft, Verantwortung für beide. Das ist unsere Politik. Wir reden nicht nur über das Geld ausgeben, wir reden auch über das Geld einnehmen, damit wir zum Schluss sozial sein können. Und das ist soziale Marktwirtschaft. Natürlich immer auch wieder neues Denken und neues Erfinden und neues Entwickeln. Und deshalb haben wir darauf Wert gelegt, dass die Forschungsausgaben kontinuierlich gestiegen sind. Und wir werden jetzt noch die steuerliche Förderung für Forschungsarbeiten in Unternehmen einführen. Denn wir haben bemerkt, die mittelständischen Unternehmen forschen nicht genug, entwickeln nicht genug. Und da ist die Gefahr, dass sie dann auch nicht innovativ genug sind. Und das muss sich bessern. Und in der Zeit, in der ich Bundeskanzlerin bin, haben wir das, was wir uns ins Auge gefasst haben, nämlich 3% unseres Bruttoinlandsprodukts für Forschung auszugeben, auch wirklich erreicht. Aber angesichts der Tatsache, dass Korea, dass Israel und andere Länder mehr ausgeben, müssen wir da auch noch aufstocken, um noch besser zu werden bei der Entwicklung neuer Produkte. Denn gute Arbeit gibt es nicht dafür, dass man Dinge nachmacht, sondern gute Arbeit gibt es überall dort, wo auch Weltmarktspitze und Made in Germany produziert wird. Und das muss man passieren. Zukunft. Und da geht es nicht nur um Arbeitsplätze, da geht es auch um die Frage, wie sieht es denn aus mit unseren Finanzen? Wir haben es hinbekommen,
dass wir in den letzten Jahren keine neuen Schulden auf der Bundesebene mehr gemacht haben. Und wir werden zum Teil von unseren Mitbewerbern dafür verspottet. Aber meine Damen und Herren, was ist gerechter gegenüber unseren Kindern und Enkeln, als zu sagen, denen wollen wir die Schuldenberge hinterlassen, sondern denen wollen wir auch Spielräume geben, damit sie dann in ihre Zukunft investieren können. Das ist das Markenzeichen der Union. Und damit bin ich bei einem Thema, das Katja Leikert schon angesprochen hat. Wir sind die Partei, die immer wieder gesagt hat, wir müssen die Familien unterstützen. Wie unterstützt man Familien? Meine Damen und Herren, wir glauben nicht, dass wir staatlicherseits vorgeben müssen, wie Menschen zu leben haben. In Familien werden Werte gelebt, die kann kein Staat durch Gesetze erzwingen. Liebe, Zuwendung, füreinander einstehen, ein ganzes Leben lang. Die Eltern für die Kinder und später die Kinder für die Eltern. Und das müssen wir schützen. Da müssen wir Menschen zutrauen, dass sie etwas entscheiden können, dass sie wählen können. Und dann sind wir nicht diejenigen, die darüber richten. Aber wir wollen dazu beitragen, dass Menschen das Modell, was sie leben wollen, auch leben können. Und das bedeutet, wenn jemand sagt, ich möchte ein paar Jahre meine Kinder zu Hause erziehen, dann ist das gut. Und wenn jemand sagt, ich möchte Vater und Mutter, Beruf und Familie vereinbaren, dann ist das ebenso gut. Und für beides wollen wir die Voraussetzungen schaffen. Das ist unser Anspruch an Familie. Und vergessen Sie nicht, es war Helmut Kohl, in dessen Kanzlerschaft der Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz eingeführt wurde. Und es war Ursula von der Leyen in meiner Regierung, die den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz eingeführt hat. Und wir wollen auch diejenigen sein, die jetzt mithelfen bei den Ländern, dass wir auch bei der Grundschule Nachmittagsbetreuung haben, damit die Kinder dann nicht vor der Tür stehen, nachdem sie im Kindergarten gut betreut waren, nachmittags plötzlich in der Grundschule nicht mehr. Ich glaube, das ist ein richtiges Ziel. Wir haben natürlich auch das Thema Bildung ganz oben auf der Tagesordnung. Denn wir wissen doch, Kinder müssen für die Zukunft gerüstet sein. Da ist die Bildungspolitik, die Schulpolitik natürlich in guter Hand in der hessischen Landesregierung. Da sind wir dankbar. Da wird auch unglaublich viel geleistet. Aber wenn wir zum Beispiel von der Bundesseite mit dem Anschluss der Schulen ans Internet, mit der Frage der Weiterbildung der Lehrer, mit der Zurverfügungstellung von Lehrinhalten im Zeitalter der Digitalisierung noch unterstützen können, dann wollen wir das gerne mit den Ländern zusammen machen. Denn Bildung ist das A und O für eine gute Zukunft unserer Kinder und deshalb im Zentrum unserer Bildung. Mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich, dass da, wo Kommunen schwach sind, finanzschwach sind, der Bund unterstützen kann, zum Beispiel bei der Sanierung von Schulen und anderen Dingen. Da bin ich bei einem Problem, das uns in den nächsten Jahren immer weiter begleiten wird. Wissen Sie, wir haben inzwischen sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse in Deutschland. Es gibt die kleinen Städte. Als wir eben hierher gekommen sind von der Kirche, hier zu diesem Platz, da hat mir Peter Tauber auch nochmal gesagt, viele gehen zu den großen Märkten außerhalb der kleinen Innenstadt. Was bedeutet das für die Innenstadt, um sie lebendig zu halten? Wir haben ländliche Regionen, in denen sich Menschen fragen, habe ich noch den öffentlichen Personennahverkehr, wenn ich alt bin? Habe ich noch eine gute ärztliche Versorgung, wenn ich älter werde? Wie wird das alles sein? Und dann haben wir die Ballungsgebiete, da wächst die Bevölkerungszahl, da wird sie nicht weniger. Da haben wir die Riesenprobleme mit den Mietpreisen. Volker Bouffier kennt sich damit aus, auch in Hessen. Und deshalb können wir nicht ein Angebot für alle machen.
sondern deshalb sprechen wir in unserem Regierungsprogramm sowohl von den Zentren als auch von den ländlichen Räumen. Aber eins sage ich, die Hälfte aller Deutschen lebt in ländlichen Räumen. Die ländlichen Räume sind wichtig, die Landwirtschaft ist wichtig. Ich meine, wir können ja nicht sagen, wir sind für die Umwelt, aber anschließend ist es nicht mehr möglich, in Deutschland Lebensmittel anzubauen oder Fleisch zu züchten. Es ist doch wichtig, dass wir eine gute Landwirtschaft in Deutschland haben, dass wir regionale Produkte essen können, dass wir keinen Klassenkampf zwischen Ökologie und normaler Landwirtschaft haben, sondern jeder seinen Beitrag dazu leisten kann. Und das ist die Landwirtschaft. Und natürlich, meine Damen und Herren, treibt viele Menschen in den ländlichen Räumen auch um. Wir sagen das, ich weiß gar nicht, wer hier am lautesten schreibt, ob die mit der Windenergie Probleme haben oder andere, ist egal. Ich wollte jedenfalls zu den Windleuten noch was sagen. Ein bisschen leiser. Schauen Sie, ich glaube, wir sind alle einig, dass wir unsere Energieversorgung auf eine gute, zukunftsfähige Grundlage stellen wird. Und dazu gehören die erneuerbaren Energien. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind eines der Länder, in denen sehr, sehr viel Windenergie produziert wird. Ich sage Ihnen, ich habe volles Verständnis, dass wir nicht einfach sagen könnten, Windräder überall und ohne Rücksicht auf Verluste, sondern dass wir die Bauplanung, die Wünsche der Menschen und die erneuerbaren Energien vernünftig zusammenbringen müssen. Und das muss jedes Mal einzeln auch ausgehandelt werden. Wir sind dafür, Mensch und zukunftsfähige Energieversorgung zusammenzuhalten. Das ist CDU-Politik Ureuropa. Für viele Menschen steht in den letzten Jahren aber auch ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung. Und das ist für uns ganz wichtig, das ist die Frage der inneren Sicherheit. Freiheit, freies Leben, das ist gut, das wollen wir alle, aber ohne Sicherheit ist das nicht möglich. Und natürlich haben wir neue Bedrohungen. Und diesen neuen Bedrohungen stellen wir uns. Ich sage Ihnen, wenn Sie sich mal die Landkarte angucken, und mal schauen, wo unionsgeführte Länder sind, CDU oder CSU Ministerpräsidenten. Und wenn Sie sich da mal anschauen, das Niveau der inneren Sicherheit, dann kann man durchweg sagen, da hat die Polizei mehr Mittel in der Hand, Videoüberwachung, Schleierfahndung. Und wir treten dafür ein, dass das gleiche Sicherheitsniveau überall ist. Und ich weiß auch, in Gelnhausen wird über Videoüberwachung gesprochen. Ich sage, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, muss Politik das Menschenmögliche tun, um diese Sicherheit zu gewährleisten und denen den Streit anzusagen, die gegen diese Sicherheit verstoßen. Und da reicht es nicht alleine, zu sagen, wir haben mehr Polizisten. Sondern diese Polizisten müssen auch erleben können, dass sie die Rechtsgrundlage haben, damit denjenigen, die gegen unsere Rechtsordnung verstoßen, auch wirklich was passiert. Denn das ist ja frustrierend, wenn ich dauernd nichts machen kann, weil Recht und Gesetz das nicht zulassen. Und deshalb tritt die CDU für gute rechtliche Grundlagen bei der inneren Sicherheit ein. Und wo was verbessert werden muss, verbessern wir. Natürlich ist der islamistische Terrorismus eine der ganz großen Herausforderungen, mit denen nicht nur wir uns auseinanderzusetzen haben, sondern auch unsere Nachbarn Frankreich, Belgien, Großbritannien und viele Länder auf dieser Welt. Und hier ist die internationale Zusammenarbeit von allergrößter Bedeutung. Und hier ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir auch klar sagen, Null Toleranz gegenüber Extremismus jeder Art, egal ob er von rechts oder von links kommt, meine Damen und Herren. Auch das ist.
vieles bewältigt. Die letzten Jahre waren ja nicht einfach. Und Sie werden sich noch sehr gut an das Jahr 2015 erinnern, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen. Und ich möchte auch hier noch einmal Danke sagen. Danke all denen, die in der Stunde der Not geholfen haben, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Das war ganz, ganz wichtig. Und danke schön, da haben Sie großartig geholfen. Aber, und das sagen wir auch in unserem Regierungsprogramm, natürlich kann sie ein Jahr wie 2015 nicht jedes Jahr wiederholen. Das wollen wir nicht. Und deshalb haben wir Schritte eingeleitet. Das Abkommen mit der Türkei. Wir machen näher dort, wo die Flüchtlinge leben. Wir hatten damals nicht das Auge genug drauf, wie schlecht es den syrischen Flüchtlingen in Libanon, in Jordanien gegangen ist. Wir helfen heute dort sehr viel mehr. Und wir müssen uns auch sehr viel stärker in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren. In Afrika zum Beispiel. Menschen müssen dort bessere Lebensbedingungen haben, wo sie zu Hause sind. Denn kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat. Und deshalb müssen wir in den nächsten Jahren mehr für Entwicklungszusammenarbeit, mehr für die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzen. Natürlich müssen wir auch unsere Außengrenzen schützen. Wir wollen innerhalb Europas frei reisen. Das haben wir uns hart erarbeitet. Das macht Europa aus. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir dann die Außengrenzen schützen. Und ich begrüße außerordentlich, dass jetzt endlich in Europa ein Ein- und Ausreiseregister erarbeitet wird, sodass wir wissen, wer sich bei uns aufhält. Das gehört dazu, wenn man einen Raum der Freizügigkeit haben muss. Und es ist wichtig, dass die Menschen, die Schutz brauchen, bei uns auch Schutz bekommen. Aber das bedeutet auch, dass Menschen bereit sind, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, unsere Sprache zu lernen, die Chancen wahrzunehmen. Und das bedeutet genauso, dass wir natürlich auch offen sind gegenüber diesen Menschen. Wer aber keine Aufenthaltserlaubnis hat, dem müssen wir auch sagen, dass er unser Land dann wieder verlassen muss. Und auch da müssen wir noch besser werden und härter arbeiten, weil uns das noch nicht in allen Fällen gelingt. Angesichts der großen Herausforderungen ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren auch deutlich geworden, welcher Schatz Europa für uns ist. Europa ist oft extrem anstrengend. 27, 28 Länder zusammenzubringen zu einer Meinung, das ist nicht einfach. Aber wenn ich mir anschaue, dass in China über 1 Milliarde Menschen leben, wenn ich mir anschaue, dass in Indien über 1 Milliarde Menschen leben, wenn ich mir anschaue, dass wir vieles haben, was uns lieb und teuer und viel wert ist, die Freiheit der Religion, die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Reise, die Demokratie, die Achtung der Würde des Menschen, dann können wir sagen, ist Europa eine Gemeinsamkeit, die uns stärker macht, als wenn jeder alleine dafür kämpfen muss. Und deshalb lohnt es sich, für Europa einzutreten. Damit habe ich Ihnen einige der Schwerpunkte genannt, mit denen wir uns für die nächsten 4 Jahre beschäftigen werden. Wer mehr wissen will, kann nachschauen in unserem Regierungsprogramm oder Viktor Trauber oder Katja Leikert fragen. Die können Ihnen alles genau erklären. Und deshalb ist meine Bitte für die nächsten Wochen. Sie sitzen ja zusammen mit Ihren Familien, mit Ihren Arbeitskollegen, mit Ihren Freunden, mit Ihren Nachbarn.
Und es lohnt sich, darüber zu diskutieren, was wird aus unserer schönen Heimat, was wird aus unserem Land. Und Sie können mitbestimmen am 24. September. Wo geht der Weg hin? Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir jedes einzelne Problem schon gelöst haben. Aber ich darf Ihnen sagen, dass wir im Geiste der sozialen Marktwirtschaft erwirtschaften und denen helfen, die soziale Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, dass wir diese Balance weiter halten wollen, dass wir uns für die Rente einsetzen, dass wir in der Pflege vieles gemacht haben, dass wir für ein modernes Gesundheitssystem eintreten, in dem jeder die Gesundheitsversorgung bekommt, die er braucht. Helge Braun weiß, wovon ich spreche, der ist Arzt. Meine Damen und Herren, das alles ist nicht ganz einfach. Und da ist auch vieles zu verbessern. Aber ohne Erarbeiten, ohne Erwirtschaften, werden wir auch den sozialen Wohlstand nicht halten können und nicht verbessern können. Und deshalb gehört für uns als Partei der sozialen Marktwirtschaft beides zusammen. Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze schaffen und denen Unterstützung geben, die unsere Unterstützung brauchen. Das ist die Vorstellung, auch im 21. Jahrhundert. Ja, logisch, ja. Da können wir Ihnen sagen, dass wir schon manche Herausforderungen gut gemeistert haben. Aber ich darf Ihnen auch sagen, wir ruhen uns nicht aus. Wir wissen, dass die Welt sich jeden Tag verändert. Und deshalb arbeiten wir dafür, dass auch unter den veränderten Bedingungen das lebbar ist, was wir an Deutschland so schätzen. Sicherheit, gute Bildung, gute Produkte, ordentliche Qualität, eine ordentliche Verwaltung und auch all das in Zeiten der Digitalisierung. Und da haben wir viel zu tun. Und da bitte ich auch darum, dass sich jeder einbringt in diesen Wandel mit seinen Ideen, mit seiner Kreativität, nach seinen Möglichkeiten. Unser Modell ist kein Modell, wo wir sitzen irgendwo in Berlin und glauben, wir können alles bestimmen und regeln. Wir gehen von einer Bürgergesellschaft aus, in der sich jeder Bürger einbringen kann. Und oft werden wir gefragt, was ist eigentlich typisch an Deutschland? Wissen Sie, was typisch an Deutschland ist? Und das geht weit zurück. Das sind die vielen, die ehrenamtlich tätig sind. Bei 80 Millionen Einwohnern oder etwas mehr, 25 Millionen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Die haben in ganz Deutschland nur in 100 Städten eine Berufsfeuerwehr. Alle anderen Städte und Gemeinden werden durch freiwillige Feuerwehren vor Feuer und anderen Risiken geschützt. Das ist Deutschland. Die Turnvereine, die Sportvereine, die vielen Ehrenamtler, die anderen Menschen helfen und die damit dazu beitragen, dass wir ein Land der Gemeinsamkeit sind. Und das müssen wir erhalten. Einen Tag haben. Den Hageltag. Der Hageltag ist ja wirklich was sehr Interessantes. Einmal hat die Natur geholfen, gegen die Feuerbrunst einzutreten. Aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Hageltag ein Tag, der gerade auch des Ehrenamts gedenkt. Und deshalb wünsche ich Ihnen morgen einen wunderbaren Hageltag, ohne Hagel natürlich, sondern mit schönem Wetter. Aber das ist seit vielen Jahrhunderten Deutschlands ehrenamtliche Tätigkeit. Und das möchte ich, dass es auch in Deutschland erhalten bleibt und dass wir dafür die Bedingungen schaffen. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, reden Sie, diskutieren Sie, tauschen Sie sich aus, fragen Sie Ihre Abgeordneten, die müssen auch ordentlich arbeiten die nächsten 40 Tage. Und dann entscheiden Sie, was für Sie und Ihre Familien am besten ist. Und da bitte ich Sie, geben Sie Ihre Stimme der Christlich-Demokratischen Union. Geben Sie Ihre Stimme Peter Tauber und Katja Leikert. Herzlichen Dank, dass ich heute hier im wunderschönen Kirchenhaus
und Herren, hier auf dem Platz sind viele, die sich in den letzten Jahrzehnten in dieser Heimat verdient gemacht haben. Hans Rüger, Schüler, August Schröder und andere. Und dieser Platz ist der Platz, wo die Gelben Häuser ihre Feste feiern. Im Barbarossa-Markt, im Schellenmarkt. Und immer freuen wir uns dann, wenn Gäste in unsere Barbarossa-Stadt kommen und mit uns feiern. Fröhlich, friedlich und gut gelaunt. Und die Gelben Häuser haben in ihrer Geschichte zwei berühmte Söhne, von denen wir heute noch viel lernen können. Der eine ist Grimmelshausen. Er musste seine Heimatstadt als kleiner Bub verlassen. Die Stadt war zerstört im 30-jährigen Krieg und nur 300 Menschen lebten noch in den Mauern dieser Stadt. Und das zeigt, wie wichtig Frieden ist, wie wichtig ein Miteinander ist, wie wichtig es ist, sich zuzuhören und sich nicht anzuschreien. Und ich finde, das ist etwas, was Gelnhausen unserem Land und dieser Republik, diesem Europa heute noch erzählen kann. Das ist eine wichtige Geschichte. Und die zweite Geschichte handelt von Philipp Reis, der hat das Telefon erfunden. Wenn man das benutzt, muss man auch nicht so schreien, da ist die Verbindung ein bisschen leichter und besser. Und das ist bis heute eine Technologie, das wissen wir ja alle, ohne die auch unsere politische Arbeit mit dem Smartphone gar nicht mehr funktionieren würde. Und die Botschaft, die dahinter steht, ist, dass man sich auch in einer kleinen, in einer alten und wunderschönen Stadt wie Gelnhausen dem Neuen öffnen muss, neue Ideen haben muss, dafür Raum schaffen muss, damit vielleicht auch die nächste große Erfindung aus einer Stadt wie Gelnhausen kommt, weil unser Land so stark, so innovativ ist, so offen ist für die Zukunft, dass wir uns das einfach zutrauen, dass Deutschland eben auch für die Zukunft ein Land bleibt, in dem wir gut und gerne leben. Und Sie alle haben die Gelegenheit, daran mitzuarbeiten, nicht nur am 24. September, wenn Sie zwei Kreuze machen, sondern jeden Tag im Ehrenamt, in der Familie, auf der Arbeit, mit Freunden, damit dieses Deutschland so stark bleibt, wie es heute ist. Und auch als Ausdruck dessen, dass unser Land so stark ist, weil wir ein paar Werte, ein paar Prinzipien hochgehalten haben. Einigkeit, dass wir am Ende immer wieder versuchen, zusammenzukommen, auch wenn wir streiten. Recht, dass am Ende jeder die Möglichkeit hat, sein Recht zu bekommen in unserem Land. Und Freiheit, das ist das, was wir seit der deutschen Einheit wieder als vereintes Volk erfahren können. Und wir wissen auch, dass diese Freiheit nicht selbstverständlich ist. Diese drei Grundwerte, die prägen uns, die prägen nicht nur uns als christlich-demokratische Union, sondern viele Menschen hier auf dem Obermarkt. Und deswegen machen wir das, was wir am Ende von CDU-Veranstaltungen immer machen. Wir singen gemeinsam unsere Nationalhymne. Liebe Angela Merkel, danke, dass Sie bei uns waren. Gelnhausen freut sich über Ihren Besuch. Thank you.